Brian sagt mir sein Paar im Sohl und vertale. Und dann Brian wie ein kleiner Jung. Dann sagt der Paar, weißt du, wo die Tiere Gott das erste gemerkt haben? Dann sagt der Paar, ne, weiß ich nicht. Na, rutschel mal. Na ja, in der Bibel sagt er nicht, wo die Tiere. Dann sagt Brian, ich weiß, wo die Tiere die das erste gemerkt haben, sagt das kleine Jung. Und dann, weil der Paar dann wollte, wo die Tiere sind das dann? Dann sagt Brian, die Kuh und den Zebra. Na, wie kommst du dann durch ab? Na, die sind ja noch schwarz wert, deswegen habt ihr das erst gemerkt. Die sind schwarz wert. Naja, die wird wie von erst einmal weit wie noch die Tele wie schwarz wird. Von der ersten Tag, die Tele kommt einmal alles an Vorwo. Aber ich weiß noch nicht, kennt ihr, wie es scheint, wenn jemand ein Tele hat, wo die Vorwo wäre, wo das nicht alles schwarz wird wie. So, stell dir mal vor, Gott hat ja die Welt in schwarz wird merken können, oder alles in Gräben, alles die selbe Form, alles schwarz, alles wird, alles Gräben. Alles bloß eine Form. Aber das wäre nicht Gott, was das ist dort. Gott hat die Idee, Gott hat dort einfach die viele Formen. Gott ist ein Gott von der Verschiedenheit. Gott ist kreativ. Der hat jeder Tier verschieden gemerkt, jeder Vogel verschieden, jeder Baum, jeder Blatt am Baum ist verschieden. Kannst du nutzen, alle Zellen, die wir haben, sind verschieden. Wenn es Gott einfach ein Schöpfer ist, und der will was sehr erscheinend merken. Und so ist die Erde, so viele schöne Sachen zu sein, sind. So viele Scheine habt ihr noch den Himmel gemerkt. Wenn wir durch Hahn waren, da sind so viele schöne Sachen, wo die einfach sagt, das habe ich für jeden drei gemerkt, der mir neu gefällt hat. Und das Leiber Gott, der dort alles ist schön hat, der sagt in Römer Kapitel 1, Vers 20, da Eva, dort wie eine Natur am Erzähne kennen. Interessant. Und einzige Menschen denken, naja, ich habe nicht gelernt. Hätte. Das sagt er so in Römer Kapitel 1, Vers 20. Denn sie eine unsichtbare Wesen, in seine ewige Kraft in Gottheit, die wie seine eine Welt, seine Schöpfung, und du hast die Erkennung, so dort wie keine Entschuldigung meiner Hand. Wie keine nicht Entschuldigung Hand. Gott hat sein Wesen, seine Gottheit, seine Schöpferkeit, hat die eine Schöpfung gewesen. So, wenn du einen Baum betickst, so wie ein feiner Baum, wie ein schönes Tier, so verschieden, als du das gemerkt hast, einfach sage, Gott, wie hast du das so schön gemerkt? Und so schön, hast du mal nur gedacht, in was wann dir das alles entschwört wird, hat gemerkt? Der haft das nicht. Wenn es dann zu sehr live haft, in wie Brücke nicht in Quadrote bliebe. Als Mensch, so habe ich immer wieder die Tendenz, dass wir alles alle quadratisch haben, das mal so ran, und so satte, und so stehen, und so was. Und das sind Völker, die auch niemand hat. Aber wenn es dort an Gott begrenzt wird, dann ist das wichtig, dort der andere. Gott hat alles so erreglich einen Schmack gemerkt, und sie möchte dort wie wieder einfach frei sein. Und jeder ist ganz original. Du wirst niemals sein aus deinem Bruder oder deinem Nachbar oder wer. Jeder ist original. Und Gott lässt dir das, dass du deine Originalität erleben lässt. Und dass du, dass du auch annehmen kannst, dass andere Menschen auch original sind. Und du dich auch wieder loben preisen. Wenn du in die Bäume oder Tiere sitzt, die speziell sind, ist es für keine Schein, so schön, was Gott gemerkt hat. Einfach Gott dankbar sein dafür.